Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Time to E-Bike. Das ist die Nicole. Hi. Und das ist der Thorsten. Genau, darauf habe ich drauf gewartet. Ja, als allererstes wollte ich mal was von mir geben. Und zwar, ich möchte mich einmal bedanken bei allen lieben Zuschauern, die meinen Kanal abonniert haben. Wir haben jetzt ja mittlerweile die 1000 Abonnenten überschritten, wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin, dass ich das geschafft habe oder dass wir das geschafft haben. Ja. Und ja, als kleine Schmankerl kommt heute. Heute ist ja Brückentag. Deswegen werden wir uns heute ein paar Brücken angucken. Und aber nicht nur einfach nur ein paar Brücken angucken, sondern wir sind wohin gefahren? Nach Papenburg an die Meierwerft. Genau, und da werden wir was beobachten heute. Und zwar, der Dampfer wird heute ausgedockt. Und zwar ist das die, wie hieß das Ding nochmal? Karneval-Jubiläe, genau. Da gucken wir uns heute mal so ein bisschen um und gucken uns mal an, wie das Ding ausgedockt wird. Deswegen sind wir hingefahren. Ja, und jetzt starten wir erstmal. Ja, da ist sie, die Karneval-Jubiläe. Wie man sehen kann, ist hier ganz schön was los. Ja, wir sind doch nicht die Einzigen, die die Idee hatten. Schon recht voll hier. Das ist schon groß, das Ding. Sehr beeindruckend. Das wollten wir immer schon mal sehen. Ja, jetzt sind wir hier. Guck, da oben sind die Testpassagiere. Ja. Überall. Das könnte Nicole ja auch hören, die hat auch ein Mikro. Schlepper sind auch schon am Arbeiten. Ja, schon sehr beeindruckend hier, muss ich sagen. Ganz schön was los, ne? Ja, genau, ja. Ganz schön voll hier. Ja, also die Fahrt hierhin hat sich gelohnt. Da ist schon ein Riesendampfer. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, Nicole hat mich gerade gefragt, ob ich mit dem Schiff fahren will. Dann habe ich sie gefragt, ob sie mich einladen will. Keine Antwort. Da hat sie gelacht. Warum lachst du? Warum? Ja. Warum lachst du? Das war doch eine ernste Frage, oder? Ja, ja, klar. Ja, wenn du bezahlst, ich möchte. Ich hab's ja. Ich hab im Lotto gewonnen. Ja. Echt? Da weiß ich ja gar nichts von. Ja, sag ich dir auch. Spielst du gar kein Lotto. Aber trotzdem gewonnen. Auch schön. Also ich möchte nicht mit einem Kreuzfahrtschiff fahren. Das ist mir einfach zu viele Personen auf einen kleinen Raum. Okay. Ja, okay, dann nicht. Dann fahre ich alleine. Ja, wir fahren jetzt mal rüber auf die andere Seite da, um zu gucken, ob wir vom Weiten mal gucken können, wie das da ausgedockt wird, weil es ist ja sehr, sehr eng hier, die Hafeneinfahrt oder die Werfteinfahrt. Ja, und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt irgendwie da hinten auf den Deich kommen, dass wir vom Weiten mal gucken können, wie die da durchfahren. Das hört sich ja cool an. Beeindruckend. Ja, cool. Cool, wie laut. Der Nicole hinterher. Ah, da kann man sehen, das Schleusentor von der Werft ist sehr, sehr eng. Das schiebt sich gerade ganz, ganz langsam durch. Wir stehen hier gerade auf der Brücke, weil es ist ja Brückentag heute. Und gucken uns das an. Ne? Aber nur wir in Niedersachsen haben Brückentag. Ja, es reicht ja. So, wir fahren da hinten mal hin und gucken mal, ob wir da irgendwie noch eine bessere Ansicht kriegen. Aber ich sag mal, cool ist es allemal, oder? Ja, schon beeindruckend, ne? Wie groß ja, das Ding ist. Ja, macht Spaß. Echt gigantisch. Eben gerade, als er gehupt hat, war cool. Ja. Ja, und da oben drauf ist ja auch eine Achterbahn verbaut, habe ich gelesen. Man kann sie auch sehen da oben drauf, diese blaue. Das ist auch irgendwie ganz neu. Ja, sehr cool. Und, ja, wir fahren mal weiter. Und fährt mit Gas. Und fährt mit Gas, genau. Das Ding fährt mit LNG-Gas. Ah, schon krass. Wir fahren mal weiter. Ich muss ein bisschen aufpassen hier beim Fahren. Ich habe nämlich nur eine Hand am Lenker gerade. Wir wollen uns ja nicht auf die Klappe legen hier. Hallo.
sehr beeindruckend. Ja, da oben, ich weiß nicht, ob man das gegenseitig jetzt sehen kann, ist die Achterbahn, die sie da verbaut haben. So, und jetzt ist was los hier. Ja, und da hinten geht's hin. Richtung Nordsee. Das ist ein geiler Sound. Das ist richtig cool. Ich hoffe, dass das mit drauf ist. Ja, wieder ein Punkt weniger auf unserer Bucketlist, wie gerade schon gesagt. Ne? Was haben wir gesagt? Nächster Punkt auf der Bucketlist ist Hamburg? Hamburg fehlt noch. Hamburg ist das nächste Ziel, wo wir hinwollen. Naja, nächstes Ziel nicht, aber es ist ein Ziel. Ja, es ist ein Ziel, genau. Das Termine, hast du mir schon seit 5 Jahren versprochen. Ja, Termine haben mindestens. Wir nicht. Termine haben wir nicht, aber wir werden da garantiert nochmal hinfahren. Und wir werden da wahrscheinlich auch den einen oder anderen besuchen. Ne? Das werden wir noch machen, weil da sind ja einige YouTuber und Electric Devils, die da wohnen und leben. Ja, und die werden wir dann wahrscheinlich besuchen und mal kurz treffen, wenn wir da hinfahren. Ja, das haben wir noch vor und das werden wir machen. Natürlich. Ja. Aber erstmal werden wir weiter jetzt das hier genießen, wie die das Ding hier ausdocken. Cool, oder? Sau cool. Ja, langsam aber stetig geht's weiter aus dem Dock raus. Sehr beeindruckend. Ja, jetzt können wir es ein bisschen besser sehen, da oben die Achterbahn. Und die Achterbahn, Wasserrutsche. So ein richtig kleiner Vergnügungspark da oben, ne? Oder Freizeitpark da oben drauf. Wahrscheinlich auch noch ein riesiger Swimmingpool. Ja, wahrscheinlich. Ja, da kannst du davon ausgehen. Jetzt wäre es cool, eine Drohne zu haben. Ja, aber die darfst du nicht fliegen. Ja, hier ist richtig Stimmung. Da kann man so ein bisschen sehen, wie langsam der wirklich fährt. Ich glaube, mit dem Wind ist es noch nicht ganz so einfach hier, dass das Ding wahrscheinlich auch hin und her geschoben wird, weil es echt teilweise echt windig heute. Also die Schlepper hier, da kann man die Power, die kann man richtig hören. Dieses dumpfe Geräusch, dieses Rollen, ist echt krass. Da ist so ein Reserveschlepper. Kein Spielzeug.
So, nächster Versuch. Auto kommt von vorne. Nächster Versuch hier hinterm Deich. Oder vorm Deich, hinterm Deich. Ich lerne das nie. Polizei ist das. Polizei. Oh, Polizei hinter dir. Ja, wir fangen gerade hier hinterm Deich. Also rechts neben uns ist der Teich. Dahinter ist die Ems, wo gerade die Karneval-Jubilee ausgedockt wird. Die gerade über die Ems schippert. Haben wir ja gerade schon ein paar Bilder gesehen. Ja, und diesen Radweg hier, die sind Nicole und ich vor 2 Jahren schon mal gefahren. Da haben wir allerdings noch nicht gefilmt, aber wir sind von hier den Ems-Radweg hochgefahren bis nach Emden und sind dann den Nordseeküstenradweg gefahren. Leider ohne bewegte Bilder, nur normale Bilder mit Fotos. Aber es war eine schöne Tour, muss ich wirklich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Da waren wir auch ja, fast 2 Wochen unterwegs. Und ja, und jetzt fahren wir gerade von Papenburg Richtung Leer. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Weil wir noch über die Brücke rüber wollen und wenn der Dampfer da kommt, dann wird die Brücke ja hochgefahren und dann kommt man da nicht mehr durch. Also muss man gucken, dass wir jetzt da rüberkommen. Ja, und da sind wir gerade auf dem Weg dahin. Ne? Das ist richtig. Das war das Wort zum Sonntag. Ja, Leute, der Plan war ja eigentlich, dass wir noch nach Leer fahren und auf der anderen Seite von der Ems wieder zurückfahren. Aber wir haben uns jetzt umentschlossen. Wir werden jetzt wieder zurückfahren zum Auto, werden die Fahrräder wieder aufladen und werden Richtung Norddeich fahren. Weil der Plan ist, nach Norddeich zu fahren und dort vor Ort trinken. Essen wir erstmal noch einen schönen Backfisch, werden wir uns einverleiben. Das ist der Plan. Ich glaube, Nicole freut sich da auch schon drauf. Ja, volle Elle. Ich habe schon voll Hunger. Wie läuft das Wasser im Mund zusammen? Ich esse ja sonst keinen Fisch, aber diesen Fisch liebe ich. Ja. Genau. Und da wir sowieso schon hier oben sind, haben wir dann gesagt, komm, weißt du was, dann fahren wir jetzt einfach hin und essen da erstmal einen Backfisch. Ganz in Ruhe. Schön entspannt. Ja. Und das machen wir jetzt. Aber erst dann müssen wir zurück. Durch die ganze Schafscheiße hier. Aber das ist ja normal hier oben. Ekelig. Oh, du wirst voll Siedschmörder. Solange das hier auf dem Rücken fliegt, ist alles gut. Ja, immer noch ein Weg zurück zum Auto. Jetzt haben wir echt heftig Gegenwind. Wir haben gerade schon eben Rückenwind gehabt. Das war viel angenehmer. Ja, und wie ihr seht, freie Fläche. Keine Berge. Keine Reichweitenangst. Boah, der Wind, der peitscht, ey. Schon beeindruckend. Ja, nochmal den Anblick genießen hier von dem Dampfer. Ja, aber gleich sind wir nämlich wieder im Auto. Interessante Bilder. Da ist sogar ein riesen Bildschirm da oben auf dem Deck. Siehst du das? Da fehlt nur ein Stück vom Schiff. Die Brücke ist schon da. Das ist untere Erde. Das ist untere Erde? Du meinst, das ist ein U-Boot oder was? Wer weiß. Ja, wir fahren jetzt hier gerade nochmal auf die Meierwerft zu, wo gerade die Karneval-Jubilee ausgedockt wurde. Aber wir sind hier wahrscheinlich zurück auf dem Weg zum Auto. Ja, Leute, wir überlegen gerade, ob in den Hallen hier schon wieder ein neuer Dampfer drin steht zum Bauen. Ja, wie eben schon gesagt, wir lassen die Meierwerft jetzt hinter uns. Ne, Schatz? Ja. Und wir werden jetzt erstmal Richtung zum Auto fahren, hier unsere Fahrräder aufladen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir Richtung Norddeich kommen. Norddeich. Ja, Norddeich, genau. Und dann gibt es Yummy Yummy Backfisch mit Bratkartoffeln und Remouladensoße. Das schmeckt, kann ich euch sagen. Das werde ich euch nachher mal zeigen. Ja. Ich mache mich gleich mal vom Auto aus. Oh, was eine Schmöttke hier, ey. Ekelig. Ja, ich habe ja gestern die Fahrräder sauber gemacht. Da muss ja Schmöttke kommen. Ich
Hoppala. Ich schmeiße noch fast mein Fahrrad um. Ja, da sind wir wieder. Ja, wir sind wieder. Oh, darf ich mal in Ruhe anfangen? So, also, wir sind wieder am Fahrrad, Quatsch. Wir sind wieder am Auto angekommen. So, wir haben die kleine Runde ein bisschen abgebrochen oder eingekürzt, weil wir uns gedacht haben, naja, so weit wollen wir heute nicht mehr fahren. Und haben gesagt, weißt du was, komm, wir fahren nur ein Drittel von der Strecke, fahren wir zurück zum Auto, packen die Fahrräder aufs Auto und fahren nach Norddeich, um da noch was zu essen. Und das ist jetzt unser Plan. Wir werden jetzt die Fahrräder aufladen. Hast du schon was getrunken? Ja, könnte man glauben, ne? Wir werden jetzt die Fahrräder aufladen und dann werden wir ganz gepflegt nochmal nach Norddeich fahren, weil wir haben ja Zeit, ne? Und dann nutzen wir die Zeit auch aus und fahren nochmal schön an der Nordseekiste hoch, gucken da mal ein bisschen, essen da ein bisschen was und fahren dann heute ganz gepflegt heute Abend wieder zurück. Ja, und das machen wir jetzt, ne? Ja, ist ein schöner Brückentag, oder? Ja, ich hoffe, das Video bis jetzt hat euch gefallen, weil ich denke mal, im Anschluss kommen vielleicht ein paar Bilder von Norddeich, aber da müssen wir mal gucken, ob wir da noch filmen. Ich denke mal, den Backfisch will ich noch filmen. Ich will euch mal ein bisschen neidisch machen, ne? Ja. Das machen wir. Ja, auf jeden Fall. Bis später dann. Ciao. Tschüss. Ja, so ein, zwei neue Sachen habe ich auch noch. Und zwar, ich hatte in Italien mal einen Puschel verloren hier von meinem Mikrofon. Da hatte ich ja mit der Firma in China ge-emailt. Und siehe da, ich habe 2 Stück gekriegt. Hat jetzt auch nur 4 Wochen gedauert. Ja, aber die Dinger sind angekommen. Ich habe jetzt 2 Stück gekriegt. Und ja, funktioniert. So. Was ich jetzt noch neu habe, habe ich gestern noch eben schon angebaut, ist das nämlich, ich habe mir einen neuen Vorbau besorgt von Riso Müller, einen etwas höheren, damit mein Lenker ein bisschen höher kommt, weil ich so ein bisschen sehr, sehr sportlich auf dem Fahrrad saß, habe ich mir jetzt einen Vorbau besorgt, den hatte ich da bestellt, wo ich mein Fahrrad her habe. Die wollten den auch eigentlich erst aufbauen, aber ich habe mir gedacht, ach komm, scheißegal, kannst du auch eben selber draufbauen, ist ja kein Hexenwerk. Ja, und den habe ich jetzt draufgebaut, ich zeige euch das mal eben. Ja, das ist das gute Stück. Das ist nicht viel, das sind nur 2 Zentimeter. Aber die 2 Zentimeter, die machen das schon aus. Also es sitzt schon echt angenehmer jetzt auf dem Fahrrad. Also gefällt mir sehr gut. Ja, also alles im allen hat sich die Anschaffung ja gelohnt, würde ich mal so behaupten. Ja, das wollte ich eben nochmal zum Besten geben. Ja, leider ist es mit dem Essen in Norddeich nichts geworden, weil wir waren nämlich auf dem Weg dahin schon. Und dann habe ich zu Nicole gesagt, guck mal im Handy, guck mal nach, ob die Beute überhaupt aufhaben. Und natürlich nicht geöffnet, geschlossen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, haben wir dann gesagt, komm, dann können wir auch nach Hause fahren. Haben wir gedacht, ach komm, weißt du, wir fahren eben nach Bramsche hier, Johnny's Pantry, eben eine schöne Pommesbude, schönen Hamburger Pommes Mayo essen, ne? Und was ist? Heute geschlossen. Heute geschlossen. Also, wir sind wieder zu Hause. Hier ist auch heute geschlossen. Also, ja, ich war gerade noch mal kurz mit den Fahrrädern, bin ich rückwärts in eine Waschbox gefahren und habe die Fahrräder so sauber gemacht, weil die waren voll mit Schafskacke. Weil das war ja, nein, das war Kacke. Das heißt aber Schafsköttel. Nein, das war Schafscheiße. Ja, auf jeden Fall, die waren voll damit, die Fahrräder. Und das habe ich erstmal gerade abgedampft da und jetzt in der Garage gerade mit Duft wieder trocken gepustet und abgeputzt. Und Nicole hat gerade schon die Akkus in die Spülmaschine gepackt, sagt sie, weil die waren auch noch dreckig. Genau. Nein, natürlich nicht. Ich habe sie sauber gemacht. Wir haben sie jetzt wieder hinten gelagert, wo sie hingehören. Ja, also das mit dem Essen heute, mit dem Backfisch und den Bratkartoffeln, das war leider nichts. Irgendjemand gönnt uns das nicht. Nein, irgendjemand wollte das nicht gönnen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt wieder zu Hause. Und ja, dann kann ich wenigstens schon mal anfangen, das Video zu schneiden oder noch ein anderes fertig machen. Ich habe ja noch eins in der Schleife oder 2. Ja, und ja, das wollte ich eigentlich nur noch eben mal zum Besten geben. Wie gesagt, wir sind zu Hause angekommen, ist alles wieder gut. Leider hat es beim Essen nicht geklappt. Wir essen jetzt halt zu Hause, ne? Und ja, davon werden wir nicht sterben. Auf jeden Fall alles Gute. Viele liebe Grüße aus Walnost. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten und die Nicole. Ciao. Tschüss.